Oh, Waldi ist im Sealand. Waldi? Guckst du dir die Fische an? Jetzt will ich ihn nicht weiter stören. Waldi, ich gehe nach Hause und ich muss zeichnen. Ist das okay? Ja, auf geht's wieder. Wir nehmen uns heute wieder ein DIN A5 kariertes Blatt Papier, trennen uns das raus und ich mache mal die Kamera etwas größer. Ich muss hier wieder Schwarz-Weiß-Abgleich machen. So. Und dann fangen wir gleich mal an. Ich möchte euch heute eine neue Ecke zeigen. Und aus dieser Ecke ein ganz, ganz schönes neues Design, ein neues Motiv zeichnen. Ich habe schon vorbereitet, wie ihr seht, erst einmal ganz locker ein 10 x 10 cm großes Quadrat. Hier ist der Mittelpunkt. Auf dieses karierte Papier zeichnen. Dann die Rahmen von 2 cm. 2 cm, 1, 2, seht ihr? Nicht so doll aufdrücken, erstmal zeichnen, dass ihr das sehen könnt. Ich habe es nachher schon ein bisschen doller aufgedrückt. So, als erstes Kreis. Die Besonderheit an diesem neuen Eckmodul ist, dass wir diesen Verlauf hier dieses Band hier in die Runde laufen lassen möchten. Hier geht es hier rum und soll dann nachher hier wieder rauskommen. Kein Problem, ist ja nichts Schwieriges. So. Und nun sehen wir, dass hier diese Runde ist, aber das die Ecke. Wenn wir jetzt nun von dem Mittelpunkt hier ausgehen, hier, und dann ist der Abstand von hier nach da und von da nach da gleich. Wir möchten aber den Abstand haben von hier, weil, das zeichne ich jetzt weg hier, radiere ich jetzt weg, zeichne ich weg, habe noch nie was weggezeichnet. Wir ziehen die Ecke mal gleich hier runter, das Band. Und somit haben wir hier eine Ecke. Nun müssen wir den Mittelpunkt von hier nach da, von da nach da suchen. Der würde ungefähr hier sein. Wir machen uns das einfach. Wir sagen 1, 2 cm. Wir gehen einfach ein Kästchen weiter auf dieser Seite. Bedingung ist, ganz spitzer Bleistift und hier auch ein Kästchen weiter dahin. Nehmen uns unser Geodreieck, setzen das hier an und gehen da rauf. So. Kann ruhig, darf nicht größer sein, also lieber ein bisschen kleiner. Sondern ziehen wir uns mal hier einen Strich. Gehen jetzt hier 5 mm hier hin. So, ja, so, ja. Wir kommen ja noch mit dem Melding. Und dann müsste es ungefähr so ein bisschen gleich sein hier, der Abstand. Wir können dann ja noch mit dem Melding da so machen. Gut, soweit so gut. Hier geht er drüber, dann geht er hier drunter und dann zeichnen wir den schon mal runter da rein. Der soll nämlich da durchgehen, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Wir zeichnen den aber nur 1 cm nach dem Quadrat, 1 cm weiter nicht.
weil wir noch was ganz Spezielles vorhaben. So, dann geht er hier drunter, dann geht er drüber, dann geht er hier drunter, dann sehen wir das nicht. Zum, zum, zum. Geht er hier drunter, dann geht er hier drüber. Da drüber und hier wieder drunter. Machen wir immer das weg, dass das nichts uns täuscht und uns nichts verwirrt. Ich spare mir das heute mit dem Edding. Ich habe das nämlich schon vorgearbeitet und möchte euch was ganz Tolles zeigen dabei. Jetzt kommt er hier wieder raus und geht dann hier wieder rein. Und wenn wir das jetzt in alle vier Ecken zeichnen, dann sehen wir uns nicht gleich wieder, denn ich habe das schon vorgearbeitet. Seht ihr das? Weil wir müssen heute Zeit sparen, viel Zeit. Es wird nämlich knapp. Jetzt haben wir dieses Modul in alle vier Ecken gezeichnet. Wenn wir unser in den vorigen Videos hier reinzeichnen möchten, seht ihr, haben wir eine neue Ecke. Hier, sieht wunderbar aus. Ich kann euch das zeigen, wie das aussieht. Wer das machen möchte, wenn wir das jetzt auf schräg machen, auf drehen. Ich mache mal wieder ein bisschen größer. Kommt was ganz Tolles dabei raus. So, dann schaut mal her. Voila. Ich mache das noch ein wenig größer für euch. Und ich denke, dass es für heute genug ist. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, in der Hoffnung, dass ihr wieder zuschaut. Und ich möchte euch sagen, tschüss für heute. Viel Spaß beim Nachzeichnen. Tschüss.